Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play mit Captain Reliox Star Wars Outlaws. So, wir wollen einmal eine Nebenquest weitermachen oder überhaupt anfangen. Schatten der Täuschung. Danke hat Kay zu einer geheimnisvollen Sabbatrunde im Hinterraum der Kantine eingeladen. Auf Karte zeigen. Können wir da nicht sogar Schnellreise? Na klar, ist das cool. Das ist doch super cool. So, aber das, den Hinterraum habe ich auch nicht so leicht gefunden. Also ich habe ihn bis jetzt noch gar nicht gefunden. Das muss hier doch sein. Sicherungspunkt erreicht. 23 Meter. Ja. Der ist es nicht. Dann muss es das hier sein. 15, 14... Aber ich habe doch schon mal gewinne ein Spiel gegen die Vale. Ist das die Vale? Ich habe doch schon mal, da habt ihr es gehabt in einer Folge gesehen, da habe ich viermal gewonnen. Gewinne ein Spiel gegen die Vale. Tats Party Ordon. Kessel. Gewinne ein Spiel gegen die Vale. Wir starten. Wir starten. Hey, ich bin dabei. Tja, 2 und 3 ziehen, kosten 1. Gib mir was Gutes. So, und dann in der Farbe ziehen. Da ist doch schon die 2. Nee, zurück. Abwerfen. Bestätigen. Ninolia. So, ich glaube, ich bin schon wieder auf dem Holzweg. Kontrolle. Das ist hier nicht die Vale. Ich will ziehen. Wer ist die Vale? Nehmt das. Orden. Ich werde ziehen. So, und ich werde halten. Halten. Halten und Zug beenden. Halte. Genie Nolia. Ich passe. Ich passe. Halten. Halte.
Kontrolle. Ich halte. Ich halte. Seht her und weint. Stabok. Wenn das mal gut geht. Sylopsabak. Das ist jetzt meins. Super, okay. Wie oft muss man das denn spielen? Und ist es überhaupt der richtige Tisch? Das ist Pech. Es ist aber nicht die Wähl. Ziehen. Na dann. Da ist doch die 1. Auswählen. Zack. Ich will ziehen. Ich werde ziehen. Nö, wir halten. Mit 1 sind wir gut davor. Passe. Kontrolle. Ich ziehe. Nimm das. Ich passe. Ich passe. Boska Gisaut. Das ist ein Sabak. Oh. Und Sabak. Einser Sabak. Immer her damit. Ah. Ach, heute ist wohl mein Glückstag. Ja. Gutes Spiel. Danka hatte recht, was dich angeht. Hast du Lust, um echtes Geld zu spielen? Immer. Dann hat Danka auf jeden Fall was für dich. Okay. Danke für die Kredits. Okay, ich habe das aber damals, habe ich das auch gespielt. Schatten der Täuschung. Quest abgeschlossen. Hey, meine Bekannten sind beeindruckt. Kennst du Bosnok? Er hat einen Tisch drüben in Kaslos Sabakhalle. Bosnok? Wie hat der einen Tisch bekommen? Sein Boss scheint ihn zu mögen. Bist du dabei? Na klar! Dann werde ich noch mal zu Bosnok gehen. Neue Quest. Walfang. Okay. Quest verfolgen. Na, das war zu spät. Das war zu spät. Dann gucke ich hier noch mal im Journal. Walfang. Okay, muss beim Kessel Sabak gegen mehrere sogenannte Whale, also Spieler mit hohen Einsätzen, gewinnen, um sich einen Namen zu machen. Auf der Karte zeigen. Okay, das ist woanders. Kastlos Spielhalle. Schnellreise.
60 Meter. Hier rein vielleicht. Suchbereich. Schauen wir mal auf die Map. Ah ja, ich bin da. Ich bin da. Und wenn ich das richtig sehe, ist es da. Das ist da. Ich muss nur reinkommen. Hi, kennst du einen Laden, der Caslow gehört? Ach, na klar. Kannst du mir sagen, wo er ist? Wenn du so mit Geld um dich wirfst, hast du doch sicher ein paar Kredits übrig. Mehr bekommst du aber nicht. Da drüben. Aber ob du da reinkommst? Ach, echt jetzt? Da drüben. Was denn nur? Hier oder da? Ah, hier. Kusama. Bist du Kasmo? Kitama Bona. Das muss es sein. Komm, Nix. Suchen wir einen anderen Eingang. Finde einen Weg in Kaslos Spielhalle. Bescheuert. Finde einen Weg in Kaslos Spielhalle. Vielleicht gehe ich jetzt geradeaus und dann links. Geradeaus. Das war zu weit. Leiter benutzen. Ah, das geht doch. Zack. Spielhölle.
Cool. Ah, es läuft. Hey! Hier darf niemand rein. Oh, ich will doch nur Sabak spielen. Hältst du denn auch den Mund, was unser kleines Spiel hier angeht? Ich lasse Kredits reden. Das klingt gut. Oh, okay. Jetzt mit Bosnok. Schlage Bosnok beim Kessel Sabak. Bosnok. Okay, spielen. Bosnok, du siehst gut aus. Wie läuft's bei den Pikes? Eindringling, schön dich zu sehen. Ja, den haben wir doch mal befreit. Ich kann nicht klagen, aber er könnte ein bisschen lockerer sein. Ihm geht es immer nur ums Geschäft. Hör mal, ich warne dich. Ich bin in letzter Zeit echt gut geworden. Oh, spielst also bei den Großen mit? Aber denk dran, nicht schummeln. Ich habe ein Auge auf deinen kleinen Freund hier. Schau ihn dir an, so viel du willst. Ich hol mir deine Kredits. Na gut, weißt du was? Bei deiner großen Klappe werfe ich noch einen ganz besonderen Bonus in den Topf. Spielen wir. Bosnok, Whale, okay. Das sind die schwierigeren Spieler. Nehmen. Ich warne dich. Niemand schlägt Bosnok. Dann zeig mal, was du kannst, Bosnok. Okay. Zwei und drei. Ich halte. Adima, Gini, Nolia. Zwei und drei. Halt. Zwei und drei. Und dann ziehe ich. Schauen wir mal. Das ist auch eine 3. Und das ist eine 1. Das ist eine Würfelkarte, glaube ich. Abwerfen. Bestätigen. Das wird nicht so einfach. Seid ihr bereit dafür? Halte. Der Held, der hat schon jetzt ein gutes Blatt. So, halten oder ziehen. Die Karte wird erst zum Schluss. Ziehen. Komm schon. Das ist eine 3. Ah, eine 6. Oh mein Gott. Abwerfen. Karte. Scheiße. Er hält. Er hat schon was Gutes. Scheiße. Spiel diese Kontrollkarte. So geht das. Ich halte. Die Magini Nolia. Ziehen. Neue Karte. Oh
Das ist eine Null. Der dritte Zug ist beendet. Karte abwerfen. Ich will ziehen. Ja. Zeit für den Glückswürfel. Ist das dein Ernst? Okay. Ich hab einen Wurf. Ja, ich hab einen Wurf. Dann zeig mal, komm eine 2. Ist das eine 2? Ein lupenreiner Sabat. Entschuldigt, Leute. Okay, die hat gewonnen. Aber ich habe gegen ihn gewonnen, oder? Ja, läuft doch. Jetzt nicht die falsche Karte abwerfen. Karte. Na los, ziehen. Gininolia. Ich halte. Ja, halte. Nimm das. Ich passe. Kontrollkarte. Nimm eine Karte. Kise. Ach, da kann man auch noch mit Tricks und Tricks, Tipps und Tricks arbeiten. Ist das dein Ernst? Das habe ich jetzt nicht so gemacht. Ich muss bezahlen. Ich passe. Nimm das. Ich halte. Halte. Civetta Sabok. Einser Sabak. Toi, toi, toi. Warum habe ich das gemacht? Sabak. Hey, Bosnok. Vielleicht ist das nicht dein Spiel. Wir fangen gerade erst an. Ich will ziehen.
So, jetzt habe ich ein Dreierpärchen. Reicht das? Na los, ziehen! Nimm das. Halte. Nimm das. Ich passe. Was hab ich mir nur dabei gedacht? Ja, mit meinem Dreierpärchen. Diesmal habe ich jetzt nicht so gute Karten. Passe. Ich halte. Na los, ziehen. Drei. Sabak. Dreier, Sabak. Das war's für mich. Die hat abgekackt, komm jetzt, kein... Er ist raus, super! Geschafft! Na, wer sagt's denn? Ich glaube, ich hab gewonnen. Cool! Ja, aber bitte ja nichts darauf ein. Gutes Spiel, Boss Nock. Schön, ein vertrautes Gesicht zu sehen. Komm gerne wieder. Ich gewinne es schon alles zurück. Cool. Tja, ich hatte Spaß. Und du? Ich weiß, wenn ich geschlagen bin. Okidoki. Davis, es heißt, du hättest Bosnok im Sabak geschlagen. Stimmt das? Natürlich. Ich habe ja einen Ruf zu wahren, oder nicht? Jetzt werden alle Spieler in Mirugana deinen Namen kennen, Kleine. So etwas verbreitet sich schnell. Eventuell bekommst du sogar Einladungen von anderen Planeten. Okay, okay. Unbekannter Ort. Ja, ich finde das reicht. Lass mal gucken, ob hier was weitergeht. Unbekannter Ort. Ja gut, das ist so eine Geschichte, die geht dann immer weiter. Aber da muss man auch Glück haben, dass man dann gewinnt. Unbekannter Ort. Fliegen wir noch dahin? Spielen wir noch mal eine Runde? Jabak? Ich weiß nicht. Ich finde, irgendwann ist auch mal genug. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt auch noch schaffe. Ich habe schon so viel Glück gehabt, 2 Spiele zu gewinnen. Unbekannter Ort. Naja, aber interessieren tut mich das jetzt schon. Unbekannter Ort. Sodele, da sind wir wieder. Ich war jetzt kurz offline und das kriegt ihr gar nicht mit. Ich mache da einen Schnitt draus, aber ich wollte euch unbedingt das erklären. Also, wenn man hier mit den anderen Spielern spielen will, da gibt es mindestens 3 Leute, die besonders gut sind. Hier Walfang. Kay muss beim Kessel-Sabak gegen mehrere sogenannte Vale, also Spieler mit hohen Einsätzen, gewinnen, um sich einen Namen zu machen. Walfang. Wenn wir das wirklich durchziehen wollen, müssen wir aber vorher hier diese Leute frei, diese Quests frei spielen. Und erst dann kriegen wir den Hinweis, zum Beispiel die Revolverheldin, der ist auf Tatooine, da kriegen wir dann den Hinweis zu dieser Spiel,
Hölle und so weiter. Wir müssen also hier diese Fähigkeiten-Typen, diese Leute, diese Experten müssen wir freischalten. Und mein Plan ist es, mein verwegener Plan ist es, auf Tatooine anzufangen und die Revolverhelden freizuschalten. Das können wir ja schon mal machen. Karte, Journal, nee, Fähigkeiten. So, die Revolverhelden auf Karte anzeigen, zack. Und ja, da müssen wir dann hin und die Information suchen und das freischalten. Und wenn wir das freigeschaltet haben, dann kriegen wir den Hinweis zu dem Ort, wo wir dann spielen können. Es ist ein, naja, aber so ist das eben. Und mir macht das Spaß. Wir können jetzt hier schon mal Schnellreise machen. Dann machen wir in der nächsten Folge, machen wir dann da weiter. Und machen die Revolverhelden. Zack. Was war das? Bis dann, Andy. Bis bald, Kay. Ja, Tatooine. Unbekannter Ort. Das ist eben die Sache hier mit dem... Ah, es ist doch toll gemacht. Also hier die ankommenden Schiffe und so. Ja, das hat doch schon was. Das hat schon was. Das hat schon was. So, dann wollen wir mal gucken. Fähigkeiten. Auf Karte anzeigen. Zack. Können wir das nicht folgen? Folgen. Folgen. Eine alte Revolverheldin. Okay. Eine ehemalige Piratin hat früher für das Huttenkartell gearbeitet. Womöglich befinden sich mehr Informationen zu ihr in einer Anlage der Hutten in den Hügeln südlich von Mos Eisley. Gut, da düsen wir dann hin. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Da ist das Symbol, dann düsen wir da mit dem Gleiter hin und so weiter. Und so kriegen wir das weiter aufgeschlüsselt, das Spiel. Man muss also erst die Experten freischalten und dann kriegt man diese anderen Informationen. Und so entwickelt sich das Spiel dann Stück für Stück. Auch im Endgame, das machen wir jetzt zusammen. Und ja, alles klar. Ihr habt jetzt mitgekriegt, wie wir zwei Whales besiegt haben. Und wir sind jetzt auf der Suche nach dem nächsten Whale hier auf Tatooine. Und dazu müssen wir aber erst Revolverheldin freischalten. Und die anderen auch, die dann für die anderen Whales quasi ja zuständig sind. Ich kann das euch schlecht erklären. Okay, ich glaube, ich habe es gut zusammengefasst. In diesem Sinne, euer Captain Riljok. Und ich freue mich aufs nächste Mal, wenn es dann wieder heißt Let's Play mit Captain Riljok Star Wars Outlaws. Dann bis dann. In Hamburg sagt man Tschüss. Tschüss.